Jetzt auf OE24TV. Pelz, die große Diskussion zum Modekult und Tierfälle. Im Studio zu Gast Jäger Martin Kaltenegger, Ex-Miss Austria Carmen Stambuli, Tierschutzaktivist Martin Ballo, TV-Star Julian F.M. Stöckel und Vegan-Bloggerin Sarah Sama. Pelz, die große Diskussion. Jetzt auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen, einen schönen guten Abend auf OE24TV. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren spannenden Diskussion bei uns. Wir sprechen heute über eine haarige Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen über das Thema Pelz. Ist es ein blutiger Modetrend, der auf dem Rücken von unschuldigen Tieren gelebt wird? Oder ist es ein Traditionskleidungsstück, was seit Jahrtausenden Menschen wärmt und einfach zu unserer Kultur dazugehört? Ja, große Fragen, die sich hier jetzt schon zu Beginn stellen. Große Gäste, die genau darüber sprechen werden. Ich darf mal in der Runde gleich vorstellen, Martin Kaltenegger, ein ÖVP-Funktionär aus der Steiermark, der ein richtig traditionsbewusster Jäger ist, wie er im Bilderbuch steht. Sie vertreten die Jagdkultur und sehen darin überhaupt keinen Frevel, sondern gehen dieser Kunst sehr, sehr gerne nach und werden uns auch ausführen, warum und wie Sie zu dem Thema Natur und Tiere stehen. Schön, dass Sie heute Abend gekommen sind. Nein. Dann haben wir zu Gast Carmen Stambuli, bekannt als Ex-Miss Austria, längst schon in der Größe der heimischen Society. Eine Dame mit großem Modebewusstsein und da gehört das Tragen von Pelz durchaus ein bisschen dazu. Schön, dass auch Sie heute gekommen sind. Dankeschön. Aus Deutschland angereist, Julian F.M. Stöckel, It-Boy-Reality-TV-Star, auf jeden Fall ebenfalls einer, der viel mit der Gesellschaft zu tun hat und auch mit der Mode. Denn wer en vogue sein will, der muss sich richtig kleiden, ob da der Pelz dazugehört oder nicht. Über das sprechen wir noch. Danke, Hallo. Dass du da bist. Hallo. Dankeschön. Dann haben wir zu Gast Sarah Sama, eine junge Bloggerin, die ganz am Zeitgeist lebt. Du hast einen äußerst erfolgreichen Blog und hast dich ganz dem Thema vegan verschrieben. Tiere gehören für dich geschützt. Das machst du auf deinem Blog und auf deinen Instagram-Accounts immer wieder klar. Heute auch hier in der Sendung. Auch schön, dass du da bist. Danke, schönen Abend. Ja, und dann haben wir zu Gast Dr. Dr. Martin Balluch, eine Größe auf seinem Gebiet, einer der wohl bekanntesten Tierschützer in Österreich, aber auch international. Sie sind das, was viele Leute ein bisschen mit Argwohn als Aktivist betrachten. Aber Sie haben Ihr Herz ganz den Tieren verschrieben, warum das ein Thema ist, für das Sie sich stark machen. Auch das werden wir heute noch klären. Danke für Ihr Kommen. Danke für die Einladung. Ja, dann starten wir mal gleich unsere Runde, das Tragen vom Pelz. Die Jahreszeit wird kälter, jeder friert ein bisschen und dann nimmt man dann ganz gerne was, was einen wärmt. Ja, der Pelz, der bietet sich dafür an. Carmen, du hast gesagt, du bist irgendwie gerne bereit, Pelz zu tragen und du hast ja auch kürzlich einen neuen ins Auge gefasst. Genau, ich war vor kurzem beim Lieskam graben und anfangs war ich ja auch zweispaltiger Meinung und wollte mal sehen, was genau das bedeutet. Ich war hin und her gerissen, soll ich Pelz tragen, soll ich keinen Pelz tragen? Und beim Lieskam graben habe ich mich informiert beim Herrn Feduccia und habe ihn gefragt, Herr Feduccia, wie passiert denn da so, leiden die Tiere drunter, was genau passiert denn da so, ist es eine ethische Sache, Pelz zu tragen oder nicht, oder komme ich hier moralisch in den Konflikt? Und der Herr Feduccia hat mir erklärt, Pelz tragen heutzutage, natürlich es ist Mode, aber es ist auch ein natürlicher Wärmer, ein Körperwärmer und auch machen die bei Liska ganz bestimmte, ziehen sie Kriterien an sich heran, um zu schauen, ob sie den Pelz auch moralisch vertreten können. Und da gibt es eine Vereinigung von 7 verschiedenen Universitäten, von Welfare, die kontrollieren und schauen, dass es artgerecht gemacht wird und die Tiere hier weder leiden noch auf schlimme Art und Weise getötet werden, sondern dass es artgerecht gemacht wird. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, Pelz zu tragen. Also das klingt jetzt so, da werden glücklichen Tieren die Felle über die Ohren gezogen. Beruhigt Sie das? Naja, wenn man den Pelzhändler fragt, wird man das hören. Der will ja den Pelz schließlich verkaufen. Sie hätten vielleicht auch Tierschutzorganisationen fragen können und sich dann eine objektivere Meinung bilden. Es gibt keine Bio-Freiland-Pelzhandlung. Es ist überall auf der Welt und ich war wirklich in vielen Orten, jedenfalls in Europa. Ich war in Skandinavien, Finnland, Dänemark, Schweden, in Holland, in Deutschland, in Norwegen. Ich war in Osteuropa, Rumänien, Slowakei, Tschechien, Ungarn. In Pelzfarmen natürlich seinerzeit, wie es in Österreich noch gegeben hat, die schauen alle gleich aus. Man hat immer so einen winzigen Drahtkäfig,
Käfig neben Käfig und da sind diese Tiere hineingesteckt, die eben eigentlich territoriale Raubtiere sind, die Einzelgänger sind und die müssen da also zu 10.000 nebeneinander in diesem engen Drahtkäfig ihr ganzes Leben verbringen. Die werden da drin geboren und sie werden dann letztlich mit Elektroschock oder Vergasung getötet und haben ein absolut entsetzliches Leben und das ist überall gleich. Es gibt überhaupt keine Ausnahmen. Deswegen wurde die Pelzfarm ja in Österreich verboten. Es gibt ein Verbot, das so explizit ist, dass es nicht Ausnahmen macht für eine nette oder gute Pelztierhaltung, sondern es ist in Österreich verboten, Pelztiere zu halten, um damit Pelz zu gewinnen, egal wie und wann und wo. Weil die Wissenschaft klar festgestellt hat, das ist Tierquälerei und für ein Luxusgut, Tiere zu quälen, ist es einfach nicht gerechtfertigt. Also sehen Sie denn moralische Bedenken, wenn sich jetzt jemand sagt, er kauft sich eine Jacke mit einem Pelzkragen? Herr Stöckl, Sie tragen auch Jacken mit Pelzkragen, ist auch was, wo Sie kein Problem damit haben, oder? Ja, also ich bin immer so ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite geht es mir modisch gesehen, finde ich eine Jacke mit einem Pelzkragen schön. So. Jetzt habe ich mich im Vorfeld zu der Sendung sehr mit dem Thema Pelz beschäftigt, was ich mein Leben lang auch schon mache, mehr oder weniger mal positiv, mal negativ. Und wenn ich dann Sie höre und das dann immer so mitkriege, habe ich dann immer so ein gewisses, so ein moralisches, wo ich so denke, oh Gott, eigentlich kannst du es nicht machen. Jetzt ist es ja so, dass ja der Pelz im Grunde genommen ja so inflationär geworden ist und dass ja im Winter eigentlich fast jeder Mensch eine Jacke mit Pelz hat. Du siehst es ja, früher hat man nicht so viele echte Pelze an Jacken. Jetzt hast du ja das Gefühl, an jeder Tasche, an jeder Jacke, überall ist Pelz. Und ich habe dann heute recherchiert, heute Vormittag, was ja besonders schlimm ist, es sind ja Persianer, das sind ja Kälber, die quasi aus dem Leib der Mutter, wenn ich es richtig verstanden habe, rausgeschnitten werden. Lämmer. Und die dann zu Pelzen gemacht werden, die dann zu utopischen Preisen verkauft werden. Und da greift dann doch bei mir eine sehr starke Moral zu, wo ich dann denke, um Gottes Willen, wenn mir jetzt jemand so einen Persianer schenken würde und dann mir danach sagen würde oder ein Tierschützer mir erklären würde, wie dieser Mantel entstanden ist, könnte ich ihn nicht annehmen. Jetzt habe ich heute auch eine Jacke mit einem Pelzkragen. Habe ihn auch von einer Firma, von der ich ausgehe, dass sie sie nicht, ich sag mal, aus schlimmen KZ-Käfigen haben, wo die Tiere so gekillt werden. Aber auf der anderen Seite verstehe ich deine Meinung und ich glaube aber auch, dass Sie recht haben, dass es keine artgerechte Pelzhaltung gibt. Es gibt so wie, auch wenn man glaubt, dass es auch keine, wenn Leute sagen artgerechte Tierhaltung und dann siehst du von irgendwelchen Marken denn die Stelle, weil Tierschützer das gesehen haben und dann guckst du und denkst, von da kommt das Fleisch und so sehen die Schweine aus. Und da wird einem kurz immer schlecht. Und ich habe dann so einen Zwiespalt. Ich habe so eine Amoral. Ich möchte meinen Pelz jetzt, den ich heute bei habe, nicht weggeben. Aber wenn ich dann denke, jemand schenkt mir einen Persianer und ich weiß, was das ist, dann wird mir schlecht. Ja, also ich finde, da bringen Sie es auf den Punkt. Das Wort artgerecht und Pelz kann nicht zusammen in einem Satz stehen. Es ist nie artgerecht, dass man ein Tier einfach dem Tier die Haut abzieht und dann eben verarbeitet und ein schönes Modestück daraus macht. Das geht einfach nicht. Und wie der Herr Balduch das eben schon erklärt hat, die werden auch nicht artgerecht gehalten. Sie werden in Käfigen gehalten, sie haben schwere Verletzungen an den Füßen, weil sie eben auch auf dem Käfiggitter immer stehen. Die haben nicht mal einen normalen Boden und natürlich ist das Töten generell nicht artgerecht. Ob das jetzt durch einen Stromschlag oder durchs Vergasen passiert, macht im Sinn keinen Unterschied. Wir haben jemanden, der Tiere getötet hat. Das klingt jetzt hart, aber Sie haben das schon gemacht und Sie haben da überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei, Herr Kaltenegger, oder? Na, habe ich nicht. Das ist eine Form von Ernte und es ist der ewige Kreislauf von Geburt und Tod. Und wir sind natürlich sehr bemüht, Tierleid zu verhindern und der Tod gehört zum Leben. Der Tod wird aber in dem Fall jetzt dann von Ihnen herbeigeführt und Sie als Jäger legen ja ganz gezielt jetzt Ihr Gewehr an, nehmen das Bambi ins Visier und dann wird mal knallhart abgedrückt und dann ist es umgefallen und tot, das Bambi. Das ist richtig, ja. Allerdings nicht nur das Bambi, sondern alle. Alles, was so durch den Wald kreucht und fleucht. Alle Altersklassen. Ja, also wenn Ihnen ein Fuchs vor die Flinte kommt, dann hat man auch hier einen schönen Pelzkragen, die würde dann auch der Herr Stöckl wieder auf seiner Jacke oben haben. Wird Ihnen da anders, wenn Sie dann irgendwie hören, so dem Fuchs, der läuft da eben noch durch den Wald, der Herr Kaltenegger drückt mal kurz ab und dann ist er schon auf meiner oder
Herrn Stöckels oder Frau Stambulis Jacke oben? Es ist ja auch nicht immer dann ein Fuchs. Es ist ja bewiesen, dass jährlich mehrere Tausend, ich glaube derzeit sind es 30.000 Haustiere durch Jäger erschossen werden. Das heißt, es betrifft ja auch immer die Leute und ihre eigenen Haustiere, die sie zu Hause hegen und pflegen, wo auch wieder die Frage ist, da regen sich natürlich viele Leute auf, weil ihr Haustier, oh mein Gott, dem darf natürlich nichts passieren, aber irgendeinem Fuchs, der im Wald herumrennt, das ist ja egal, weil man keine persönliche Bindung zu dem Tier hat. Also ich würde gern von Ihnen wissen, ob Sie einen Pelz von einer Pelztierfarm auch tragen würden. Also ich habe sowas nicht in Verwendung. Und wenn auf der Pelztierfarm entsprechend die Haltung so geschieht, dass es einigermaßen dem Tierwohl entspricht, dann schon. Und das ist Käfighaltung? Das kann ich nicht beurteilen und ich weiß auch nicht, wie diese Haltung vonstatten geht, weil wir, wie Sie gesagt haben, in Österreich keine Pelztierhaltung haben. Ja, aber gut, wenn jetzt das, was der Herr Balluch geschildert hat, wenn Sie irgendwie hören, da sind kleine Frettchen in Käfigen drinnen, da sind Nerze zum Beispiel, danke, nicht Frettchen, sondern sind Nerze natürlich, also Nerze sind im Käfig drinnen oder so, wird Ihnen, denken Sie sich da auch als Jäger, naja, eigentlich gehört das schon anders gehalten, das Tier, oder sagen Sie, naja, aber das Tier kennt nichts anderes, das ist ein Nutztier in dem Fall, weil daraus Fell gewonnen wird? Naja, wenn es eine entsprechende Käfighaltung ist, die in keiner Weise den Lebensgewohnheiten des Tieres entspricht, dann ist es aus meiner Sicht eher abzulehnen. Das Problem, wenn ich das kurz sagen darf, bei einem Nerz ist, der ja eigentlich schwimmen will, der hat Schwimmhäute zwischen den Fußzehen. Und in so einem Käfig ist natürlich kein Schwimmwasser. Das heißt, das sind Tiere mit Schwimmhäuten, die gern schwimmen würden, aber ihr Lebtag nie ein Schwimmwasser sehen. Und wenn Füchse in Käfigen gehalten werden, die graben sich ja Erdhöhlen und die sind nie auf einem Erdboden, die sind ständig auf einem Gitterboden. Und das betrifft alle Pelzfarmen, die es gibt, quer durch die Welt. Die Mehrheit der Pelze kommt mittlerweile übrigens aus China, weil man halt in Europa immer mehr und mehr die Pelzfarmen verbietet. Es ist jetzt dieses Jahr in Tschechien die Pelzfarm eben verboten worden und es wird immer weiter. Das Pelzfarmverbot weitet sich aus. Eines Tages wird die gesamte EU ein Pelzfarmverbot haben. Es wird nicht mehr lange dauern. Ich meine, Holland ist eines der Hauptpelzproduzenten und die haben ein Verbot erlassen, das 2024 in Kraft treten wird. Aber nichtsdestotrotz ist der Pelz im Trend wieder absolut im Steigen. Also so wie wir es vorhin geschildert haben, jede Jacke, jeder Mantel hat eine Pelzverbrämung oben, jede Tasche. Viele junge Leute tragen das, in den Schuhen ist Pelz drinnen. Also man setzt schon sehr stark modisch bewusst jetzt wieder auf dieses Accessoire. Ja, und muss man da wirklich ein schlechtes Gewissen haben oder darf man sagen, die Tiere sind nun mal schon tot, jetzt liegt schon im Shop, dann kann ich es auch schon kaufen. Also ich frage mich auch, bin ich jetzt Vollvegetarier oder darf ich Fleisch essen? Und wenn wir uns die Mehrheit der Österreicher ansehen, dann sind die meisten Fleischesser. Und bei solchen Grundsatzdiskussionen fange ich mich dann an zu fragen, soll ich dann noch Fleisch essen? Und ich selber esse Fleisch. Die Produkte, mit denen ich mich schminke, woher kommen die genau? Die Schuhe, die ich an meinen Füßen trage, was ist hier passiert? Die Kosmetika, Haarspray, Haarshampoo, wo ist das alles entstanden? Und wenn ich hier anfange nachzugraben, dann würde ich mich fast mein Leben lang nur noch mit dieser Grundsatzdiskussion auseinandersetzen und könnte kein normales, menschliches Leben führen. Aber es ist doch interessant zu wissen, woher die Sachen sind, oder? Das heißt, sie ignorieren einfach das, weil sie sich ich ignoriere es nicht, aber ich nehme an, wenn es so unablässlich wäre, dann werden hierfür die rechtlichen Gesetze und rechtlichen Maßnahmen getroffen werden, um solche Sachen zu verbieten. Sie vertrauen der blind der Politik, dass sie das schon machen wird. Sie haben aber, das ist ein Problem haben wir dabei. Es gibt eine Industrie, die überhaupt keine Ethik kennt und die einfach verkaufen will. Und die haben einen ziemlichen Einfluss in unserer Gesellschaft. Und dagegen stehen ein paar Idealisten ohne Geld im Hintergrund, die nichts an einer Kritik an der Tierhaltung verdienen. Und die müssen das ausbalancieren, damit ein vernünftiges Tierschutzgesetz entsteht. Und so sind diese Tierschutzgesetze, die wir haben, immer zum Leidwesen der Tiere und zum Vorteil der Industrie. Das muss man bedenken. Und da hat der Konsument und die Konsumentin eben die Macht, einzuschreiten und zu sagen, da informiere ich mich, das kaufe ich nicht und das kaufe ich schon. Und diese Macht ist auch eine Verantwortung und die müssen wir übernehmen. Die Ethik ist ein wirklich wichtiges Thema und über genau das sprechen wir gleich. Wir gehen kurz in eine Werbung und sind dann wieder zurück mit dem Thema Ethik beim Pelzkauf. Bleiben Sie dran. Jetzt auf OE24TV. Pelz, die große Diskussion zum Modekult und Tierfälle. Im Studio zu Gast Jäger Martin Kaltenegger, Ex-Miss Austria Carmen Stambuli, Tierschutzaktivist Martin Balluch, TV-Star Julian F.M. Stöckel und Vegan-Bloggerin Sarah Sama.
Pelz, die große Diskussion. Jetzt auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sprechen heute über das Thema Pelz. Ja, ist das Thema Pelz denn überhaupt noch ein Thema oder sollte es überhaupt noch ein Thema sein? Warum wird es denn wieder ein Thema? Warum ziehen denn alle wieder Pelz an? Dinge, die Herr Balluch nicht verstehen kann. Er ist vom Verein für Tierfabriken heute hier bei uns. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Dann haben wir zu Gast eine Vegan-Bloggerin, Sarah Samer. Schön, dass auch Sie da sind. Danke. Ihr Leben hat sich ganz ohne Tiere mittlerweile gestaltet. Und also ohne tote Tiere, ohne Tiere, die ausgenutzt werden. Ja. Dann haben wir Julian F.M. Stöckel zu Gast aus Deutschland, ein TV-Reality-Star. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke. Bei den Reichen und Schönen, da gehört es dazu, dass man einen Pelz trägt. Das weiß auch Ex-Miss Austria Carmen Stambuli. Schön, dass auch Sie heute da sind. Und dann aus dem tiefsten steirischen Wald zu uns gekommen, der ÖVP-Funktionär Martin Kaltenegger, seines Zeichens ein echter Jäger, der noch die Tradition in der Pelzgewinnung auch dahinter sieht. Danke an die Gäste heute fürs Kommen. Wir haben in der Vorrunde gerade darüber gesprochen, die Ethik beim Pelzkauf. Wo bleibt denn die? Wenn ich jetzt, so wie die Frau Stambuli gesagt hat, wenn ich jetzt Naturkosmetikprodukte kaufe oder Kosmetikprodukte kaufe, muss ich auch nachforschen, wo kommt das her? Wer hat meine T-Shirts von schwedischen Modekonzernen genäht? Waren es die kleinen unterernährten Kinder in Indien? Habe ich da ein schlechtes Gewissen? Das darf uns doch nicht egal von wo sein. Sind meine Schuhe? Darf uns das egal sein? Darf es nicht egal sein? Was sagen Sie? Nein. Auf keinen Fall. Also das darf einem nicht egal sein. So wie die Frau Stambuli sagt, sie vertraut da einfach auf die Regierung oder auf die Unternehmen. Natürlich, die Unternehmen produzieren gemäß der Nachfrage. Und wenn Produkte nachgefragt werden, wo Tierversuche dahinter stecken oder auch Pelz und Fleisch, natürlich wird das weiter produziert. Wenn man aber sagt, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte sowas nicht unterstützen, ich möchte kein Tierleid unterstützen, dann ändert sich auch was. Ja, ich bin jetzt seit 5 Jahren vegan und ich habe den Wandel ja gesehen. Am Anfang, wie ich vegan geworden bin, da hat es im Supermarkt jetzt nicht gerade eine große Auswahl gegeben an Lebensmitteln oder auch in der Mode oder Kosmetik. Da war das nicht so groß geschrieben. Aber mit den Jahren ist es immer mehr geworden. Ich meine, jetzt erst vor ein paar Wochen hat eine große Bäckerei, eine österreichische, komplett umgestellt und hat mal einen veganen Pop-up-Shop. Darf ich da mal zwischenfragen, haben Sie dann gar kein schlechtes Gewissen, wenn die Sojabohnen, aus dem fast 80% der veganen Produkte entstehen, dann den Boden so ausdüngen, dass nichts anderes mehr wächst? Haben Sie da kein Mitleid mit dem anderen Getreide? Nein, weil die Sojaproduktion, die ist vorrangig auch nur für die Fleischindustrie gedacht, weil ja die ganzen Nutztiere gefüttert werden müssen und die werden ja mit dem Soja gefüttert. Also ich esse weder den Tieren, weder sonst noch jemanden das Essen weg, also die Sojabohnen weg. Also das heißt, wenn die Sojabohnen sowieso für die Tiere gezüchtet werden, dann ist es auch legitim, Veganer zu sein und mitzuessen hier bei den Sojabohnen. Wir hätten nicht so eine hohe Nachfrage an Soja, Getreide und so weiter, weil wir, wenn wir nicht so viel Fleischnachfrage hätten, würde nicht so viel Soja produziert werden müssen. Das heißt, wir müssen den Boden nicht so ausbeuten, auch den Boden unserer Erde, damit diese Tiere gefüttert werden müssen, weil dann hätten wir nicht so viele Tiere. Und die Fleischesser, wenn die sich umentscheiden würden und alle vegan werden würden, wie würde das dann aussehen? Wie gesagt, wir würden die Sojanachfrage genauso groß. Nein. Um Gottes Willen. Also Sie glauben, dass Sie noch die Fleischesser daran schuld, wenn auch in eine Monokultur im landwirtschaftlichen Bereich entsteht. Da sehen Sie auch die Fleischesser. Ja. Also für Sie ist irgendwie schon so ein bisschen der Keim des Übels und die Wurzel des Bösen der Fleischesser. Der Großteil der produzierten Soja der Welt, und zwar sind im Amazonas gentechnisch manipulierte Soja, wird Nutztierfutter in Österreich, die importieren das, genmanipuliert noch dazu. Und dabei wird der Amazonas zerstört. Für das, was die Menschen hier an veganen Tofu oder Produkten aus Soja essen, ist es lokal hier angebaut. Das ist Donausoja. Das ist ein Soja, das hier auf den Feldern wächst. Und wenn man nicht den Umweg über die Tiere hätte, könnte man 80% der Produktion reduzieren. Ja, aber macht es überhaupt noch Spaß, wenn man nur noch danach lebt, dass man sagt, es muss alles vegan sein, alles gesund sein? Ist das noch artgerecht? Ist das Nein. Der Mensch? Ist das unsere Kultur, mit der wir seit Jahrtausenden aufgewachsen sind? Nein, ich glaube schon, dass das von der Natur her der Mensch ist ein Allesfresser. Und wir haben immer seit der Jungsteinzeit und seit der Mensch lebt, haben wir Fleisch gegessen, haben wir Beeren gegessen, haben eine sogenannte Mischkost gehabt und der Jäger und Sammler, am Speisezettel des Jäger und Sammler stand immer Fleisch. Und ich möchte es niemandem absprechen, dass er vegan leben soll oder wenn er das will, aber ich nehme für mich in Anspruch, dass ich gerne Fleisch esse, dass ich gerne ein Tier erlege und das dann zu 100% verwerte und auch den Pelz einer sinnvollen Nutzung zuführe.
Also das ist für euch auf dieser Seite, sage ich jetzt mal, Herr Stöckel, auch mit eingeschlossen. Ihr habt kein ethisches Problem damit, wenn ihr sagt, ihr tragt Pelz oder esst ein Tier. Ich kann wieder sagen, ich bin irgendwie immer wahnsinnig zwiegespalten. Also auf der einen Seite denke ich, das, was Sie sagen, verstehe ich völlig. Mir geht es auch so. Ich esse auch Fleisch. Ich esse auch leider gerne Fleisch, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist für mich die Seite der Aktivisten oder der Tierschützer genauso nachvollziehbar. Jetzt weiß ich immer nicht, wo ich eine Mitte finde. Und ich glaube, sowieso in allen Dingen des Lebens liegt die Wahrheit wie so oft in der Mitte. Das ist richtig. In der Praxis, aber wie schaut es da aus in der Praxis? Also theoretisch ist es leicht zu sagen, es liegt in der Mitte. Das Problem ist, glaube ich, dass wir, dass es auch gesellschaftlich ist, dass heute, weil da wollte ich vorhin noch einen kleinen Nebensatz sagen, ist, warum jetzt alle Felle an den Jacken haben, ist irgendwo, dass Modehäuser diesen Trend gebaut haben. So, jetzt wollen aber ja auch die Konsumenten immer wenig ausgeben. Das heißt, die Modeindustrie wird ja dazu gezwungen, das immer billiger herzustellen, um es teurer zu verkaufen. Das wiederum geht ja darauf zurück, dass natürlich mehr Tiere oder ich sag mal gequält werden oder in anderen Momenten die Pelze hervorgebracht haben. Da wiederum ich immer denke, für alle diese Dinge, die Leute wollen billig fliegen, die Leute wollen billig Fleisch essen und so alles, auch alles nichts mehr kosten. Und dann überall fehlt die Qualität, auch beim Fliegen. In wir Deutschen, unsere Airline, die größte Airline Deutschlands, Air Berlin, ist pleite gegangen. Warum? Im Grunde genommen, weil wir alle schuld sind, weil jeder möchte für 40 Euro fliegen. Aber ich fahre auch in Berlin von A nach B für 40 Euro mit dem Taxi. Also was ist das für eine Vorstellung, dass ein Flugzeug fliegt, man für 40 Euro das Kerosin, also wir zerstören ja eine ganze Umwelt. Wir wollen billig fliegen, aber wir wollen wenig dafür zahlen. Und so ist auch bei den Pelzen. Wir wollen alle Pelze haben. Das heißt, es wird mehr gewollt, die Produktion müssen billiger werden. Dadurch werden die gefühlt, denke ich, die Tiere mehr gequält und noch mehr Tiere getötet. Aber man muss quasi, ich glaube, viel höher ansetzen und sagen, man müsste gesellschaftlich erstmal den Leuten erklären, was das eigentlich ist. Also was ist eigentlich das Schlimme an den Pelzen und warum muss man das und warum muss es auch alles billig sein? Und auch beim Fleisch, wenn du siehst, 500 Kilogramm Schweinefleisch kostet im Supermarkt 3 Euro. Wie soll es dem Tier gegangen sein? Bei 3 Euro Fleisch, wie soll die Tierhaltung funktionieren? Also ist das eigentliche Problem in Wahrheit dann das, dass einfach alles viel zu billig ist, weil wenn es teurer wäre, wäre das Tierleid nicht so groß? Höre ich einen Aufschrei? Natürlich wäre das Tierleid wahrscheinlich vielleicht sogar genauso groß, aber ich bin der Meinung, dass dieses gesellschaftliche Problem, dass dieses Dumping mit Preisen, mit Werten, was ist wertig, was müsste Fleisch kosten, wenn man dann dafür sorgt, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Und ich sag mal nicht, wenn du diese berühmten Videos siehst von Tierschützern, wo diese Tiertransporte fahren von Kühen, die von Türkei über sonst was nach Deutschland kommen und dann die Kühe die Zunge an den Gittern hängen, wo ich dann denke, naja, dafür will ich am Abend für 2,50 Euro Schweinefleisch oder Rinderfilet essen, wo ich dann auch immer denke, ich esse leider zu gerne Fleisch, aber ich würde auch gerne dafür sorgen, dass jeder, ich sag mal, das ist jetzt meine kleine Politik, jeder müsste 2 Euro mehr bezahlen fürs Fleisch oder 3 oder 5, würden die Leute, glaube ich, sogar auch machen, wenn man dann am Ende der Schlange irgendwo denn das artgerechter machen könnte. Vielleicht ist es auch eine einfache Regel. Ja, ich finde das auf jeden Fall positiv. Das wäre mal ein Schritt, ja, weil die Leute würden dann wahrscheinlich auch seltener Fleisch essen, wenn es teurer ist, nicht? Ja. Wenn es etwas Besonderes ist, so wie es früher war. Ich meine, aber wir haben ein großes Problem und das ist, wir sind eine große Anzahl an Menschen. Sie zitieren die Altsteinzeit, da waren wir 3000 in ganz Europa. Jetzt sind wir, weiß nicht, 700 Millionen. Und wir können, 700 Millionen können sich nicht alle aufführen wie in der Steinzeit. In der Steinzeit haben wir überall hingekackt, wenn uns danach war. 700 Millionen können das nicht machen. Und 700 Millionen können daher auch nicht einfach essen, wie es ihnen einfällt. Sondern man muss das halt einfach so strukturieren, dass man eben aufpasst. Und 700 Millionen, die täglich Fleisch essen wollen, geht nicht ohne eine Massentierhaltung, wo alles industrialisiert ist, automatisiert ist, die Schlachtung am Fließband ist und alles also wirklich so maschinell läuft. Und diese maschinelle Kälte, die ist, das, sagen wir mal so, das Hauptproblem am Tierleid, weil dann wird das Individuum nicht respektiert, sondern einfach in eine Norm gepresst und einfach behandelt wie eine Sache. Und ja, aber das aber Tier, ist das nicht eine Sache? In der Jagd? Juristisch gesehen werden Sie recht haben, aber in der Jagd ist es auch ein ganz wesentlicher Faktor, dass man mit Ehrfurcht und Demut das Tier behandelt und versucht, Tierleid einzuschränken und zu verhindern. Dann hätte ich nur eine Frage. Machen Sie bei Gatterjagden mit oder auch bei den typischen Treibjagden? Bei Gatterjagden war ich noch nicht zugegen, nein. Okay. Und Treibjagden nehme ich dann stark an, dass Sie da dabei waren. Und es ist ja auch
ganz offensichtlich, dass bei Treibjagden das Wild in den Wald getrieben wird. Die wissen, was los ist, also Tiere fühlen, Tiere sind, also sie wissen, dass etwas Gefährliches androht und oft werden Tiere bei der Jagd ja auch nur schwer verletzt, dann rennen sie mit gebrochenen Beinen oder ich weiß nicht was, einfach mal irgendwo hin und verenden dort qualvoll. Deswegen gibt es ja bei der Treibjagd im Anschluss auch meistens eine Nachsuche, wo dann geschaut wird, wurden eh alle wirklich erschossen, also... Ich glaube, dass das jetzt da eine Kajok-Diskussion sein soll, aber ich habe vorher gesagt, dass wir mit allen Mitteln versuchen, Tierleid zu verhindern. Und wir müssen ja auch oft in anderen Fällen, wenn durch den Straßenverkehr zum Beispiel Wild zu Schaden kommt, das eben von den Quallen erlösen, wenn es von Autofahrern angefahren wird, zum Aber Beispiel. Da muss man sagen, die Frau Sammer meint ja eigentlich konkret, dass sie der Grund sind, warum überhaupt Tierleid entsteht. Also sie prangert ja an, dass es durch das Jagen, also wenn man jetzt dieser ursprünglichen Tätigkeit nachgeht, dass ja genau da das Tierleid entsteht. Ohne sie würde es gar kein Tierleid geben, ist die Aussage von der Frau genau, Sammer. Es werden ja auch Sozialstrukturen unter den Wild Es würde schon zerstört. Tierleid geben. Der größte Tierquäler auf der Welt ist die gemeine Hauskatze, die Mäuse fängt. Und Tierleid gibt es immer im Tierreich. Wäre eine Ansicht, im Tierreich, dass man vielleicht das aber Fell der Katze sind ja kein Tier. Die großen Beutegreifer sind auch nicht zimperlich, wenn der Wolf jetzt zum Beispiel ein Hirschkalb reißt. Frau Schambolin nickt, also für Sie ist zu, wie bei der Jagd. Also für Sie ist das absolut okay, das alles. Also haben Sie jetzt im Rahmen dieser Diskussion schon ein bisschen das schlechte Gewissen bekommen, und sich gedacht, um Gottes Willen, ich habe einen kleinen Kleinwagen abgelegt für meinen Mantel und jetzt mag ich den nicht mehr anziehen, weil der liegt mir zu schwer auf den Schultern und auch zu schwer am Magen nach den Aussagen. Also ich finde es ja wichtig, dass wir hier verschiedene Meinungen vertreten, weil dadurch die eigene Meinung nochmal geschult und nochmal mittig eingeordnet wird. Wären nur wir vertreten und die andere Seite nicht, dann würde hier kein Einklang oder keine Mittigkeit entstehen können. Und auch durch das heutige Gespräch nehme ich das auf, ich nehme es mit und ich komme wieder in eine andere Mittigkeit und denke darüber nach und mir ist das noch bewusster als davor. Durch jedes Gespräch, das wir führen, und es gibt immer Pro und Contra, und durch dieses Pro und Contra entsteht im Grunde die Mitte. Ich würde gerne eine Frage stellen an Sie. Sie, und ich höre das ja bei Ihnen auch raus, irgendwo, Sie haben genickt, wie der Herr Kaltenegger das gesagt hat. Sie sagen, es gibt diese großen Raubtiere oder überhaupt Raubtiere, so ist die Natur. Man nimmt den Schwächeren, das schwächere Tier und nutzt das für sich. Und das ist eben der Lauf der Dinge, das ist, so ist die Welt, so war sie vor tausenden Jahren, wie wir Steinzeitmenschen waren und so ist es heute. Aber Sie nehmen ja gegenüber Ihnen, also nehmen Sie in Anspruch, als Mensch und nicht als Tier behandelt zu werden. Also wenn Ihnen das jemand antäte, würden Sie, Moment, da gibt es Menschenrechte, Sie rühren es mich nicht an. Wenn Ihnen jemand das wegnehmen würde, würden Sie, Moment, da gibt es Eigentumsrecht, das ist ein Menschenrecht, nehmen Sie mir nichts weg. Sie wollen also, dass Sie als Mensch anders behandelt werden als Tier, sagen aber, Sie sind wie ein Tier und dürfen daher wie Tiere andere Tiere misshandeln. Ich sehe da irgendwie einen Widerspruch. Also entweder Sie sind jetzt ein Mensch und ganz anders, dann müssten Sie auch, wenn Sie also respektiert werden wollen, müssten Sie auch ethisch handeln und Verantwortung übernehmen und können nicht sich auf Raubtiere ausreden. Oder Sie sagen, Sie sind auch wie ein Tier, dann müssen Sie sich aber auch dem Kampf der Natur stellen, dem Recht des Stärkeren. Dann müssen Sie auch einsehen, wenn irgendjemand Ihnen einen Knüppel über den Kopf hat und Ihnen Ihr Eigentum stiehlt. Weil das ist ja der Lauf der Natur. Da wäre ich mit dem Knüppel zurückschlagen. Aber der Mensch, aber dann, der Mensch dann, sind wir, dann sind wir nicht mehr in der Gesellschaft, sondern dann sind wir... Der Mensch hat eben das Recht, der Mensch steht eben über dem Tier. Der Mensch ist die Krone der Schöpfung und hat eben das Recht, Tiere zu entnehmen. Das war immer so und wird immer so sein. Das ist jetzt eine biblische Begründung. Also Sie sagen, wenn man Christ ist, darf man das. Aber es gibt im Christentum übrigens auch Menschen, die sagen... zum Beispiel in der Genesis steht es, ich habe euch die Früchte gegeben, die Samen haben zum Essen und sonst nichts. Also da müsste man eigentlich vegan leben, wenn man die Genesis der Bibel ernst nimmt. Aber religiös zu begründen, ein bisschen, aber trotzdem, die Frage ist, bleibt an Sie. Sie wollen als Mensch behandelt werden, Sie sagen aber, ich darf mit Tieren so umgehen, weil Tiere machen das ja auch. Also entweder Sie sind jetzt ein Mensch, der anders ist, dann können Sie sich nicht auf Tiere ausreden, oder Sie sagen, ich bin ein Tier von vielen, dann können Sie nicht Menschenrechte in Anspruch nehmen. Was ist Ihre Lösung dieses Dilemmas? Bitte. Ich finde das sehr eng gemacht. Sie sagen, nur weil ich Pelz trage, bedeutet das automatisch, dass ich für Tierquälerei bin. Und das stimmt aber so nicht. Das ist alles sehr komprimiert.
weil ich Pelz trage, natürlich wünsche ich mir eine artgerechte Haltung, die, wie Sie sagen, das gibt's nicht. Und die 7 Universitäten von Welfare, die machen ja auch wahrscheinlich alles falsch, sondern sie machen es einfach so eng, dass ich hier auch, stimmt nicht, ich trage gern Pelz und würde das gerne so haben, dass es Fairtrade oder Welfare ist. Und natürlich bin ich gegen Tiermisshandlung oder diese engen Käfige. Aber wo finden wir hier diesen Weg, um das auch möglich zu machen in der Realität? Ja, dann würde ich Sie gerne fragen, wie Sie glauben, dass Ihr Pelz produziert wird. Also wo kommt Ihr Pelz her? Was wissen Sie darüber? Ich habe mich informiert und habe nachgefragt, wie schaut das Ganze aus? Und es wurde mir hier gesagt, es sind bei Welfare 7 verschiedene Universitäten, die unabhängig von der Pelzindustrie agieren. Die schauen sich diese Thematik an. Wie werden diese Tiere gehalten? Auf welche Art und Weise? Und was ist Ihrer Meinung nach artgerecht? Wie kann man artgerecht einem Tier die Haut abziehen oder es dafür züchten, dass man im Endeffekt dann die Haut abzieht und den Pelzmantel rausnimmt? Das ist die nächste Grundsatzdiskussion. Wie muss ein Tier sterben, damit es uns wohlwollend dient? Wie soll ein Schwein oder eine Kuh getötet werden, damit wir es als Steak essen dürfen? Aber Sie sagen ja artgerecht. Also Sie plädieren ja artgerecht würde für mich bedeuten, dass es den Freiraum hat, den es zum Leben braucht, dass es nicht eng und in einen untypischen Raum gehalten wird, wo Schwimmtiere in Käfigen gehalten werden am Land oder Füchse nicht in ihrer natürlichen Umgebung sein dürfen. Das heißt, sondern dass zum Beispiel der Herr Kaltenegger dann mit dem Gewehr in den Wald geht und die 50 Füchse, die man für einen Pelzmantel braucht, einfach mal erschießt und dann das verarbeitet und sie bekommen dann den Pelzmantel. Wenn ich ganz moralisch richtig handeln würde, würde ich sagen, also wenn er einen Fuchs erlegt, alle 20 Jahre, dann und er das Fleisch vollkommen verarbeitet und nicht nur das Fell. Was macht man mit Fuchsfleisch? Es könnte ja vielleicht neue Essenstrends geben. Und dann, wenn das wirklich hundertprozentig so gemacht wird, ist es auch mein Wunsch, dass es so geschieht. Aber wenn es nicht möglich ist. Warum? Ich meine, das funktioniert nicht so in der realen Welt. Ja? Also würden Sie jetzt 10 Jahre auf den nächsten Mantel warten? Weil es mir zu. Es würde mich mein Leben kosten, jeden einzelnen Schritt, den ich mache, zu hinterfragen, ob er moralisch und ethisch gut ist oder nicht. Ich hätte keine Zeit zum Arbeiten, weder für meine Familie noch für irgendetwas, weil ich diesen Grundsatzdiskussionen ständig immer konfrontiert entgegenschauen würde. Das heißt, Wir sprechen gleich weiter über die Lebenszeit, die wir noch haben, beziehungsweise wie wir sie nutzen sollen und vor allen Dingen auch darüber, ob denn jetzt vielleicht die Frau Stambuli und auch der Herr Kaltenegger Mörder sind, nur weil sie ganz gerne mal einen Pelz tragen. Bleiben Sie dran, es geht spannend weiter. Jetzt auf OE24TV. Pelz, die große Diskussion zum Modekult und Tierfälle. Im Studio zu Gast Jäger Martin Kaltenegger, Ex-Miss Austria Carmen Stambuli, Tierschutzaktivist Martin Balluch, TV-Star Julian F.M. Stöckel und Vegan-Bloggerin Sarah Sama. Pelz, die große Diskussion. Jetzt auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück auf OE24TV. Pelz tragen, ja oder nein, das ist heute hier bei uns die Frage. Und darüber diskutieren im Studio vom Verein gegen Tierfabriken. Martin Balluch, schön, dass Sie gekommen sind. Sarah Sama, eine bekannte Vegan-Bloggerin. Dann haben wir zu Gast Julian F.M. Stöckel, TV-Reality-Star, hat sich im Dschungel an den Tieren gütlich getan. Beim Pelz ist er etwas zurückhaltender. Dann haben wir zu Gast Ex-Miss Austria Carmen Stambuli, eine Society-Lady, die genau das tut, was man von Society-Ladies auch erwartet. Sie trägt Pelz, denn das gehört zum eleganten Auftritt dazu. Und dann hatten wir Martin Kaltenegger hier, ÖVP-Funktionär aus der Steiermark. Aus dem tiefen Wald ist er gekommen, heute ohne Tierfell um die Schultern. Gewehr hat er Gott sei Dank auch keines mit, denn scharf geschossen ist hier schon einige Male worden. Immer wieder kommt das Thema eben auf die Moral zu sprechen. Ja? Frau Stambuli hat gesagt, ich kann ja nicht alles in meinem Leben ständig hinterfragen. Darf ich dazu etwas fragen? Natürlich. Beeindruckt Sie das, dass in Österreich Pelzfarmen an sich verboten sind? Also ich freue mich darüber. Ja, aber man importiert also etwas, was man hier gar nicht herstellen dürfte. Finden Sie das nicht irgendwie beunruhigend? Warum wird es hier verboten und warum darf es importiert werden? Das ist die nächste Grundsatzfrage. Weil in China kein Tierschutzgesetz existiert. Und warum erlauben dann die Österreicher, dass es... Weil Globalisierung die heilige Kuh ist. Wir müssen unbedingt den internationalen Freihandel. Und so wird es weitergehen mit den Fragen, immer weiter. Und wir versuchen hier die Schuld... Es geht aber nur so weiter, weil es solche Leute wie Sie gibt, die einfach darüber hinwegschauen. Die einfach sagen, okay, ich akzeptiere das, was im Geschäft gibt. Das ist jetzt ein Vorwurf. So
kann Ihnen jetzt nur versichern, dass da keine tierischen Stoffe drinnen sind, in meiner gesamten Kleidung nicht. Ich verwende auch kein Leder. Aber lassen Sie uns mal kurz bei der Jacke bleiben. Wo haben Sie die gekauft? Die habe ich second. Wir dürfen keine Markennamen hier in der Sendung nennen. Also vielleicht nicht ganz genau die Markennamen. Aber ist es ein veganes Label? Ich glaube, das ist das, was die Frau Stammel wissen will. Ist es ein veganes Label? Es muss unterschieden werden zwischen Fair Fashion und vegan. Dasselbe ist bei Kosmetik. Es gibt cruelty-free und vegane Naturkosmetik. Und ist es ich setze, da muss ich dazu gestehen, dass ich nicht Fair Fashion auch noch zu 100% unterstütze. Aber für mich ist es einfach wichtig, ich als Veganer möchte, dass keine Tiere wegen mir leiden. Und das ist mal sozusagen besser, als wenn ich mich um gar nichts kümmere. Ja, okay, ist meine dann ist Meinung. Hier die nächste Frage. Sie haben es Secondhand gekauft, wie ich vorhin verstanden habe. Sie wissen aber auch nicht, ob Kinderarbeit dahinter steht. Nochmal, das ist das Thema Fair Fashion, das ist aber total ab. Aber ich finde das jetzt eigentlich grundsätzlich schon okay, mal zu sagen, irgendwie zum Beispiel, Sie sagen auf der einen Seite, Sie finden es nicht okay, wenn Tiere jetzt für die Frau Stambuli sterben müssen, damit sie es warm hat. Ja? Genau. Auf der anderen Seite sagt die Frau Stambuli jetzt irgendwie so, sind Sie völlig frei von moralischer Nein, Schuld. Natürlich jetzt, nicht, natürlich also da muss man nicht. Schon so ein bisschen Abstriche machen, man da also finde ich jetzt zulässig, die Frage. In der heutigen Welt kann man nicht zu 100% rein mit gutem Gewissen alles machen, weil bei jedem Schritt, den man macht, schon wenn man ins Auto steigt oder wenn man in die U-Bahn fährt, es ist egal, man macht immer irgendetwas falsch. Ja. Aber da ist jetzt genau das Problem an der Sache, oder Herr Balluch? Das ist ja genau das, wenn man mit dem Argument kommt, dass dann aber man kann aus diesem Argument nicht schließen, es ist alles wurscht, oder? Man muss schon irgendwo einen Mittelweg gehen. Und der Mittelweg heißt sich informieren und dann schauen, dass man das, was man kauft oder wo man eben beiträgt in der Gesellschaft, dass man da nach Möglichkeit wenig Schaden, wenig Leid anrichtet. Das ist, glaube ich, ein Imperativ, der uns allen gilt. Man kann nicht also einfach über das hinwegschauen. Bin ich ganz auch Ihrer Meinung, nur finde ich es sehr angriffslustig zu sagen, ich mache komplett alles falsch und das Halbe, das Sie richtig machen, ist sozusagen hier der Freispruch für die das absolute Schuldfreiheit. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass man mit der veganen Lebensweise mehr Übel verhindert, als wenn man sich um gar nichts schert. Ja? Weil wenn ich das jetzt auf Sie umlege, dann ist Ihnen die Kinderarbeit wahrscheinlich hinter den Modelabels egal und auch noch nein, die Tiere. Nein. Warum? Hätte ich gefragt nach Kinderarbeit, wäre es mir nicht wichtig? Ja, aber tragen Sie nicht auch von Modelabels Kleidung, wo Sie nicht zu 100% wissen, dass da keine Kinderarbeit Nein, ich habe auch meine eigenen Designer, wo ich mich dann auch genau informiere. Und da vertrauen Sie dann auch einfach nur darauf, was der Designer Ihnen sagt. Was heißt vertrauen, wenn ich so misstrauisch durch die Welt gehen würde und misstrauisch auf alle schauen würde, was wäre das für ein Leben mit diesem misstrauischen Blick? Was esse ich, was trinke ich, darf ich vertrauen, muss ich selber alles überprüfen und selber alles überprüfen, hat seinen Preis. Ich meine, ich bin neidisch. Das ist ja eigentlich drum, weil ich bin oft am Abend im Bett und liege wach und denke mir, oh mein Gott, es passieren so viele schreckliche Dinge auf der Welt. Und dann denke ich mir echt oft, warum bin ich nicht einfach ein Mensch, dem das egal ist und über nichts nachdenkt und nicht über die Folgen nachdenkt. Sie atmen schon. Ja, also für mich ist so, also wo ich immer so eine innere Unruhe bekomme, ist, also ich muss ja auch dazu stehen, also wie gesagt, ich halte fest, ich habe auch Pelze, auch sehr teure Pelze. Jetzt weiß ich, gebe ich auch neidfrei zu, dass ich nicht weiß, woher sie kommen. Es kann sein, dass sie aus China kommen, es kann sein, dass sie aus Holland kommen, ob sie noch schlimmere Sachen herkommen. Ich stehe dazu, ich habe sie. Ich verstehe Carmen, ich verstehe aber auch ihre beiden Seiten. Was für mich immer sehr, sehr störend ist und auch verstörend ist, sind immer diese Extreme. Ich habe immer so ein bisschen Probleme, wenn so ein Kampf von, auf der einen Seite, wir jagen, also Tiere, und ich weiß immer nicht, gibt es da nicht eine Zwischenlösung? Der Wald muss ja irgendwie so organisiert werden, dass bestimmte, also eine Anzahl von Tieren müssen getötet werden, damit irgendwie dieses Gleichgewicht im Wald ist und so weiter und so. Ich bin ja kein Forscher. So, kann man nicht aus den Tieren, die sterben, dann Pelze machen? Würde das nicht reichen, minimiert man es. Auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel auch ein Problem, dass ich bin mal angegriffen worden von einer Tieraktivistin, die mich auf dem roten Teppich anschrie, was ich mir noch erlauben würde, einen Pelz zu tragen. Und dass ich eine Verantwortung hätte für junge Leute und was ich mir doch einbilde. So, jetzt ist das in meinen Augen etwas, was auch mich stört, dass man mich dafür angreift. Ich greife ja die Tierschützer auch nicht an. Ich erwarte also von mir so viel Respekt, was von mir auch toleriert, dass ich das mache. Ob das moralisch okay ist oder nicht, ist ja meine Entscheidung. Natürlich gibt es ein Allgemeinwohl. Und dazu muss ich sagen, ich bin zum Beispiel auch jemand, der absolut gegen PETA ist. Ich habe da ein ganz großes Problem mit diesen PETA-Aktivisten. Wenn ich Herrn Ballo höre, denke ich so, das ist auch, für was Sie stehen, würde ich am liebsten jetzt mal auf die Homepage gehen, sehen, wie Sie es machen.
machen. Aber wenn ich sehe zum Beispiel bei PETA, die diesen Killing Van haben, wo Haustiere getötet werden, weil die PETA-Aktivisten sagen, ja, die müssen, die sind krank, und es dann aber die Polizei rausfindet, dass sie gar nicht krank waren. Es wurden in Amerika 30.000 Tiere in deren eigenen Tierheim ermordet, die haben einen Killing Van. Der wurde von der Polizei beführt. Das können Sie in der Süddeutschen lesen, das können Sie in der Huffington Post lesen, wo ich denke, wie kann das sein, dass Tieraktivisten Tiere umbringen mit Spendengeldern, die von den Tierliebhabern kommen? Und da denke ich denn, da ist ganz schwierig und der Grat ganz schmal zwischen dem, was, wofür wir stehen, zu sagen, ich trage aus modischen Gründen Pelze, ob das nur richtig ist oder falsch, und dann aber die Aktivisten, nicht Herr Balluch, weil ich das, was Herr Balluch sagt, alles nachvollziehen kann und auch, was Sie sagen, auch gar nichts gegen habe, ich eher pro dafür bin, aber dann auf der anderen Seite so extreme Aktivisten habe, die aber dann, ich sag mal unterm Strich, auch schlechte Sachen machen, wofür man sie dann auch ankreiden könnte. Deswegen bin ich immer der Meinung, Achtung vor zu vielen Extremen, wo man versucht, gegeneinander sich aufzuhetzen, dann sollten sich vielleicht doch alle Parteien, und ich sag mal, ich würde lieber mit Herrn Balluch zusammensitzen, als mit einem PETA-Aktivisten, der mich dann angreift auf dem roten Teppich. Die sind jetzt leider nicht da, die müssen jetzt ein bisschen so, ja, zum Glück sind sie nicht da. Aber ich glaube, Herr Stöckl, Sie sollten verstehen, vorsichtig was ich meinte. Sein, weil ich sehe in Herrn Balluchs Blick, dass er sich vorstellen könnte, dass er auch Ihnen am roten Teppich die Meinung gesagt hat. Ich freue mich ja auch, ich liebe auch Diskussionen. Für mich ist auch umso hitziger die Diskussion, umso besser, weil dann entsteht erst irgendetwas. Deswegen also freue ich mich jetzt auch auf die Antwort von Herrn Balluch. Ja, ich meine, wir sind nicht PETA und PETA gibt es in Österreich nicht. Aber ich möchte nur ganz kurz einen Zweig brechen für PETA. Sie sprechen von irgendwelchen Kill-Shelters in den USA und dort ist die Situation mit Streunertieren total viel weiter hinten, als es hier in Europa, in Deutschland oder in Österreich ist. Da gibt es einfach viel mehr und da tun auch außerhalb von PETA die normalen Tierheime töten. Das ist auch in England noch so. Während in Österreich und in Deutschland ist das nicht mehr so, weil wir zum Glück erreicht haben durch Kastrationsschemen oder durch das Verständnis der Leute, Verständigkeit, wo wir einfach ein bisschen weiter sind, dass nicht mehr so viele Streunertiere da sind und daher die Tierheime seit ungefähr Ende der 90er Jahre in Österreich nicht mehr getötet wird und es auch jetzt mittlerweile ein Verbot dafür gibt. Und da kann man natürlich dann leicht über andere reden, wenn die überquellen mit Tieren. Also ja, also man, wie Sie sagen, man muss immer verschiedene Seiten sehen und es ist alles sozusagen nicht so einfach. Aber das kann uns nicht davon entbinden, uns immer wieder die moralische Frage zu stellen. Was richten wir an in der Welt und was richtet meine Kleidung an, was richtet mein Konsumverhalten an? Wenn Sie das sagen, dann haben Sie hier in der Runde breite Zustimmung. Jeder sagt, ja, das ist richtig so. Geht Ihnen das oft so, dass Sie sich denken, ja, wenn ich es erkläre, dann sagen die Leute, genauso muss es sein, aber in der Praxis ist allen dann wieder wurscht? Naja, weil natürlich, wenn man sagt, den Tieren muss es gut gehen, heißt das für die einen das und für die anderen das. Ich habe bei Ihnen verstanden, dass Sie sich vorstellen können, man kann einen Nerz in einem Käfig halten und dem geht's gut. Da stimme ich Ihnen halt überhaupt nicht zu. Da muss man sich anschauen, was heißt das, nicht? Und, ganz schlimm ist interpretiert, glaube ich. Habe ich mich interpretiert, ja. Zum Glück, sehr gut. Aber Faktum ist jedenfalls, dass ein Hase kann ja ganz problemlos in einem Käfig leben. Jedes zweite Kind hat im Kinderzimmer einen Hasen im Käfig wir drinnen. Wir haben ein Käfighaltungsverbot in Österreich seit 2007 für Hasen. Allerdings, also für Kaninchen muss man sagen, allerdings nur für die Fleischproduktion. Nicht bei den sogenannten Rassekaninchen, weil wieder ein gewisser wirtschaftlicher Druck das verhindert hat. Aber ich glaube, wir sind uns, also zumindest ich sage das definitiv, ein Tier in einem Käfig zu halten, ist nicht artgerecht und das sollte daher nicht erlaubt sein. Auch Kaninchen in einem Kinderzimmer. Man sollte, wenn man Haustiere hat, wenn dann welche haben, mit denen man sozusagen zusammen das Leben teilen kann und die man nicht in einem Käfig wegsperrt und dann dort eben sitzen also lässt. Also freien Zugang für einen Hasen zum Gemüsefach im Kühlschrank. Na, oder wir sagen, mit Hasen kann man halt nicht in einer Wohnung zusammenleben, die müssen halt im Freien sein. Ja, aber räumen wir da den Tieren dann nicht langsam zu viele Rechte ein? Ist es dann so, dass das ein langsamer König-Tier wird, wenn dann das Tier schon quasi bestimmt, wie der Mensch zu leben hat, nur damit er eins haben darf? Es zwingt ja niemanden, jemand einen Hasen zu halten zu Hause. Also wenn er es machen will, dann soll er es doch bitte... Also wenn ich mir anschaue, wie viele Tiere wir töten und in was für brutale Weise, glaube ich, sind wir meilenweit davon entfernt, Tier und Mensch in irgendeiner Form gleichzusetzen. Wir töten in Österreich ja gegen 100 Millionen Tiere jedes Jahr nur zum Essen. Bei Menschen machen wir das zum Glück nicht. Also da ist schon noch sehr, sehr ein großer Unterschied. Auch selbst bei Haustieren gibt es noch sehr viele Dinge, die falsch laufen. Ich meine, wo man einen Riesenunterschied hat zwischen Mensch und Tier, wie man mit ihnen umgeht. Zum Beispiel bei Tierversuchen. Wir machen Tierversuche an Hunden, wir machen Tierversuche an Katzen. Wir haben sie aber für Kosmetik. Aber es ist jedenfalls so, dass zum Beispiel gibt es in Österreich
Projekte für Tierversuche an Nutztieren, um die Tiernutzung effizienter zu gestalten. Die machen Versuche, wie man Tiere füttern kann, dass sie mehr Eier legen und dass sie in noch engeren Behältern noch mehr Fleisch anlegen. Es gibt sehr, sehr viele Missstände im Umgang mit Tieren. Und dass man jetzt sagt, mit Tieren, und dass man jetzt sagt, wir sind jetzt so weit, dass Tierschutz schon so wichtig ist, dass wir uns irgendwie eingeschränkt fühlen müssen. Also das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Was Sie aber vielleicht unterstreichen können, das ist das nächste Thema, was in der nächsten Runde kommt, nämlich der Tierschutz. Der muss sich verbessern. Bleiben Sie dran, wie sehr sich verbessern soll, das klären wir nämlich gleich nach der Werbung. Jetzt auf OE24TV. Pelz, die große Diskussion zum Modekult um Tierfälle. Im Studio zu Gast Jäger Martin Kaltenegger, Ex-Miss Austria Carmen Stambuli, Tierschutzaktivist Martin Balluch, TV-Star Julian F.M. Stöckel und Vegan-Bloggerin Sarah Sama. Pelz, die große Diskussion. Jetzt auf OE24TV. Hallo und herzlich willkommen zurück, OE24TV, heute Abend mit der Pelzdiskussion. Darf man diesem blutigen Modetrend nachgehen? Und wenn man es schon tut, muss man es dann zumindest mit einem schlechten Gewissen machen. Das findet nicht jeder so. Carmen Stambuli hat sich gerade einen schönen neuen gekauft und freut sich drüber. Die wird sie in dem Winter auf jeden Fall noch tragen. Dann haben wir dabei Martin Kaltenegger, ÖVP-Funktionär und Jäger aus der Steiermark. Schönen guten Abend. Julian F.M. Stöckel, diesmal nicht im Dschungel, sondern hier bei uns. Ist nicht so schlimm, oder? Nein, sehr schön. Ich komme auch gerne wieder zu dir. Also Österreich ist nett. Dann haben wir zu Gast Sarah Sammer, eine bekannte Vegan-Bloggerin. Danke fürs Kommen. Und Martin Balluch vom Verein gegen Tierfabriken. Ja, wir haben schon fleißig diskutiert, aber ein Thema steht immer noch im Raum, und zwar der Tierschutz. Wie muss er sich dann in den nächsten Jahren verändern? Aber bevor wir zu dem kommen, würde ich noch gerne eine andere Frage in den Raum stellen, nämlich die der Zweckmäßigkeit. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, irgendwie so, es wird überlegt, dass wie viel mehr Eier könnten Tiere legen, wenn man sie richtig einsetzt, wie viel mehr Pelz könnten sie erzeugen. Wie ist denn das überhaupt mit der Zweckmäßigkeit? Wenn ich heute einen Pelzmantel kaufe, dann habe ich den wahrscheinlich ein Leben lang. Und sogar vererbt von der Oma. Oder von der Oma vererbt. Wenn ich heute irgendwie eine Jacke aus Polyester trage. Aus einem anderen Material trage oder Polyester trage, wie lange wird die schon halten? Ein Jahr oder zwei? Wie lange wird sie die Umwelt verschmutzen? Noch die bessere Frage. Wo liegen hier die Unterschiede? Ist es nicht vielleicht eigentlich in Wahrheit für die Natur und auch für uns Menschen und für die ganze Erde besser, wenn ich einmal im Leben einen schönen Pelzmantel kaufe und den dann jedes Jahr wieder trage? Also wie wenn viele, viele Fabriken ständig irgendwelche anderen Kleidungsstücke erzeugen müssen, wäre der Pelz denn nicht viel? Oh je, ich sehe schon vorwurfsvolle Blicke hier aufzureden, Herr Balluch, sagen Sie. Österreich war vor 100 Jahren ein absoluter Angelpunkt der Pelzindustrie. In Wien gab es, glaube ich, 1500 Kirschnereien. Und selbst wie ich hier auf den Straßen gegangen bin, noch in den 70er oder 80er Jahren, hat absolut jede Frau einen Pelzmantel gehabt. Das ist heute nicht mehr so, und ich glaube, diese Pelzmäntel von damals könnte man gar nicht anziehen, weil die längst aus der Mode sind. Das war einfach so ein Ding, das man so irgendwann im Leben erreichen muss. Wenn ich mal 40 oder 50 bin, dann kriege ich einen Pelzmantel, dann habe ich was geschafft im Leben. Davon sind wir einfach weit abgekommen. Pelz hat ja heute einen ganz anderen Status und wird ganz anders verwendet, und man kann also da nicht, glaube ich, mit einem Pelzmantel von vor 100 Jahren heute herumlaufen. Man kann jetzt auch einfach sagen, es hat nicht jeder das Geld, dass er sich um einen Zehner einen Mantel kauft. Und doch, also ja, auch diese Mäntel kann man anpassen lassen. Früher war das Weite und jetzt ist das Enge. Also wenn man hier ein paar Sachen rausnimmt, kann man den wieder modegerecht verwenden. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass es die Pelzmäntel diese nicht mehr gibt. Es ist nämlich so gewesen, dass eigentlich die Pelzhandel in Österreich stark zurückgegangen ist, und dann Anfang der 2000er Jahre ist es wieder ein bisschen aufgekommen, vor allem als Accessoire oder als Bommel oder irgendwie als Schmuckstück, aber überhaupt nicht mehr der Ganzpelzmantel. Und das war eine ganz gezielte Strategie der Pelzindustrie. Die haben in dem CFC, in dem Copenhagen Fur Center, haben sie gezielt Modedesigns Studenten und Studentinnen angelernt, dass sie Pelz auf die Laufstege bringen. Und so haben sie es dann irgendwie geschafft, das wieder reinzuschmuggeln. Aber was ich einfach sagen will noch zu den Pelzen und zu der Umweltbelastung: Faktum ist, dass wenn man eine Pelzefarm führt, eine große Umweltbelastung produziert, weil diese Tiere ja ständig Kot produzieren und der muss irgendwie weggeschafft werden. Es sind irrsinnig viele Tierkörper, die entstehen, die nicht verwertet werden. Die muss man alle irgendwie eingraben oder verbrennen. Und man muss natürlich auch den Pelz stark gerben, damit er nicht verrottet, und benutzt dazu sehr viele Chemikalien. Also wenn man das durchrechnet, kommt man drauf, dass ein Kunstpelzmantel wesentlich weniger starke Umweltbelastung ist als ein Naturpelzmantel. Also mit Kunstpelz wären Sie einverstanden? So tun, als ob es okay für Sie? So tun, als ob. Ja, ich meine, wenn jemand unbedingt sowas tragen will, und Mode geht mich nichts an. Da muss man auch dazu sagen, dass Pelz schon lange kein Qualitätsmerkmal mehr ist, weil es ist so, dass mittlerweile
echter Pelz als Fake-Pelz verkauft wird, weil einfach die Pelzproduktion billiger ist, als Kunstfasern herzustellen. Ja? Deswegen ist es ganz oft der Fall, dass man einfach in ein Geschäft reingeht, sich denkt, naja, die Jacke kostet nur 40 Euro, das ist doch sicher kein echter Pelz. Aber das ist nicht so, weil die Pelzproduktion schon so viel billiger ist, als Kunstfasern eben herzustellen, dass dann meistens auf Fake-Pelz gekennzeichneten Jacken dann doch echter Pelz ist. Und das ist doch traurig. Und das sagt mir einfach, Pelz ist kein Qualitätsmerkmal. Würden Sie dann sagen, dass der Großteil der Bevölkerung einfach dumm ist, wenn er sowas kauft? Weil die Menschen selber schuld sind, wenn sie dem Angebot nachgehen? Weil je mehr ich es kaufe, umso mehr wird es nachproduziert. Dumm insofern, die Leute lassen sich von der Industrie ein bisschen zu sehr veräppeln, würde ich mal sagen. Und natürlich, wenn niemand nachfragt und wenn niemand nachforscht und wenn niemand sagt, nein, halt, stopp, ich möchte das nicht, natürlich machen die dann einfach weiter. Ja. Das ist eben Nachfrage produziert dann eben auch. Ich glaube aber auch, dass das Problem ist, also glaube ich, da spreche ich auch so für uns, die es ja auch irgendwo mögen, ist glaube ich auch, das ist auch eine Image-Sache. Pelz, viele verbinden ja mit Pelz ein Image-Reichtum. Ein gewisser Status, ich gehöre dazu, ich habe einen Pelz. Und ich finde zum Beispiel, dass diese Fake Furs einfach gar kein Image haben und auch furchtbar aussehen teilweise. Und ich glaube, wenn man an diesen Fake Furs arbeiten würde, die modischer gestalten würde und sie anders positionieren würde, auch image-technisch, ja, könnte man das Image der echten Pelze entziehen auf eine andere Weise und man könnte quasi auch der Modeindustrie ganz andere Möglichkeiten auftun. Und das größte Problem ist, finde ich zum Beispiel auch, wenn es gibt halt Modehäuser, ich will jetzt keine Namen nennen, große Modehäuser, die ja Pelze und Ledertaschen machen und alle Sachen aus Tieren, wo ich manchmal glaube, wenn ich dann höre, was das für ein Tier ist, wo ich dann denke, um Gottes Willen, nie im Leben könnte man diesen Mal, wenn du Zebras und seltene Krokodilarten und alle so Sachen, wo ich so denke, ich brauche das auch nicht. Also ich verstehe nicht, wie ein Mensch sagen kann, ich brauche jetzt eine seltene Tierart oder einen weißen Tiger oder als Pelzmantel, wo ich so denke, also wenn ich das dann immer so höre, dass man Tiere nimmt, die vielleicht sogar vom Aussterben bedroht sind und die wahnsinnig, ich sag mal, wo du denn denkst, auf dem Laufsteg kostet ein Pelz 250.000 Euro, wo ich denke, das braucht niemand. Ja, aber mal und man angenommen, könnte ihn auch schön aber mal aus angenommen, machen. Jetzt kommt irgendein großes Designer-Label, nennen Sie das mal Gelati und Pizza, ja, und die sagen, wir wollen Sie für den roten Teppich ausstatten. Wir haben den ultimativen, teuersten Hermelinmantel, der macht Sie zum König auf dem Red Carpet. Würden Sie Nein sagen, Herr Stöckel? Wenn Sie denken, irgendwie Sie als TV-Star in der Medienpräsenz, dann würden Sie sagen, da verzichte ich? Sie werden lachen. Früher hätte ich sofort gesagt, ja, unbedingt. Ich brauche unbedingt den teuersten und schönsten Pelz. Heute würde ich schon alleine schon deswegen, weil ich auch, wissen Sie, ich lebe sehr von meinem positiven Image, ein Publikumsliebling zu sein. Und ich bin auch niemand, der so sehr in Extreme geht. Ich möchte nicht so sehr extrem sein, auch nicht in meiner Haltung zu bestimmten Punkten. Ich äußere mich gerne zu welchen, aber ich möchte nicht der ein oder andere Welt vergrämen. Deswegen ist, wenn man mir heute einen Fuchsianer oder irgendwas anbieten würde, der kostet eine 100.000 Euro, ich sage nein. Ziehe ich lieber was anderes an, was mir gut fällt, ohne jetzt zu sagen, ich möchte jetzt die Lobby, ob das der Tieraktivisten ist oder der Tierliebhaber. Ich muss nicht, um besonders jetzt in den Mittelpunkt zu geraten, sagen, ich muss einen 250.000 Euro Mann tragen. Aber darf ich da ganz kurz fragen? Bitte. Also aber Sie sagen, Sie brauchen, das ist ein Image, eine Image-Sache der Pelz. Und ich sage jetzt, nicht, Sie ich, haben ja... Nicht für mich. Ich glaube, dass die warum trägt ein junges Mädchen eine Jacke mit einem Pelzbesatz? Weil sie sich bei ihren anderen Freundinnen, oh, ich habe so eine tolle Image, Pelzmantel. Aber Image, ja, dann ist ja die ganze Anschauung der Menschen komplett gestört, naja, weil natürlich. Warum ist das toll, dass man sich tote naja, das Tiere ist, umhängt? Aber das ist doch so. Und das so, ich meine, so. ein Mantel macht ja keinen Charakter aus. Ja. Ja, also ich finde, das sieht zum Beispiel... Ja, aber gucken Sie sich doch die Modelobby an, es geht nur darum. Aber da muss man doch, man zeigt ja dann Persönlichkeit und macht so, ein tolles Image, ja, wenn man sagt, ich trage das nicht mehr. Das ist ja der Punkt. Das heißt, wo man anfangen müsste, wäre gesellschaftlich. Nicht, dass man sagt Leuten, der Pelzmantel macht dich zu einer Ikone oder zu einem großen Wissenschaftler. Versuchen wir auch mit unserer T-Shirt-Arbeit. Also unser Problem ist, wenn man so will, dass wir eine Geschichte haben, in der bis zur Revolution 1848 vermutet, der Adel das Sagen hatte und der Adel hat den exklusiven Zugang zum Pelz gehabt. Der Adel musste sozusagen auch nichts arbeiten und der Adel hat den Fleisch gegessen. Während der Normalmensch durfte kein Pelz haben und konnte sich Fleisch nicht leisten. Das Bürgertum ist dann eben größer geworden und wollte so werden wie der Adel. Und deswegen haben Pelz und Fleischkonsum, starker Fleischkonsum, so einen tollen Ruf und ein tolles Image. Das stimmt jetzt aber nicht. Fleisch gegessen haben schon die Bauern auch immer. Einmal das die Woche. Muss man festhalten. Man kann doch nicht Schweine halten und jeden Tag Fleisch haben von der Umweltbelastung der Kot der Tiere. Das ist ein hochwertiger Dünger, der im Sinne einer Kreislaufwirtschaft wächst hat und der Salat wieder, den Sie so gerne essen. Nein. Aus Nerzkot? Aus jedem Dünger. Jeder Dünger ist verwertbar. Aber ob er dann tatsächlich verwertet
verwertet wird, ist halt die andere Schauen Frage. Sie sich die Weltformen an, mal davon aus. Ja, aber es ist ja auch anmaßend, immer zu hinterfragen und es immer besser zu wissen und zu sagen, nur das, was ich recherchiert habe, ist gut, sondern ich befasse mich Deswegen auch mit dem Thema und ich bin auch. Quellen zur Recherche und das bin ich gut, aber. Genau. Mehrere Quellen bedeutet das, alles zu hinterfragen, 100 Quellen zu fragen oder genau. Was bedeutet mehrere Quellen? Ja, natürlich, einfach wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze, dass ich recherchiere, mir verschiedene Meinungen einhole, verschiedene Quellen suche, Bücher, Internet, es gibt so viel, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben das Internet, wir haben Social Media, wir können uns genug anschauen und das ist jetzt nicht und so. Und haben Sie mal schon zu Polyester recherchiert? Natürlich. Und nochmal, ich habe gesagt, ich habe mich für die vegane Lebensweise entschieden, weil ich das Übel, das ich als Mensch, als Einzelner verursache, ein bisschen reduzieren möchte, speziell auf Tiere. Ein Mensch kann heutzutage nicht mehr hundertprozentig super toll für die Industrie. Also, aber Sie würden vorstellen, dass sich jeder irgendwas sucht, für das er sich stark macht und wenn jeder ein bisschen was tut, wird genau, die Welt zu einer besseren. Dann wird es ein bisschen besser, wenn ich alles nur ignoriere und einfach nur der Industrie alles abkaufe, das sie uns vorlegen, dann natürlich. Kann ich blind durch die Welt gehen. Das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Die Welt zu einer besseren machen, wenn wir alle ein kleines bisschen dafür tun. Manche machen es damit, indem sie einen schönen Pelzmantel anziehen und ihre Freundinnen mit der Freundin, dass sie einen haben. Denn das kann man auch genießen. Immerhin ist der Pelzmantel auch in manchen Kreisen eine Eintrittskarte. In anderen Kreisen ist er eine Austrittskarte. Denn bei Ihnen kommt so schnell keiner damit rein. Vielleicht ist genau das Schöne, dass jeder nach seiner Fasson lebt und dass wir immer noch Punkte haben, an denen wir uns in der Menschheit verbessern können und über die wir nachdenken können. Mit diesen etwas moralischen Worten schicken wir Sie heute in eine hoffentlich gute Nacht. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.